Wir sind seit 12 Jahren geheiratet und ich bin nicht unglücklich oder unzufrieden. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass uns das mal passieren wird. Unsere Ehe ist wirklich eingeschlafen. Eine gewisse Gleichgültigkeit ist da gewesen. Nur die anderen Ehen scheitern. Unsere doch nicht. Mir ist vom ersten Moment an klar gewesen, dass die Begegnung mit dieser Frau, die Beziehung außerhalb meiner Ehe, dass das nicht richtig ist. Flirten, ausgehen, letztendlich schlafen mit dieser Frau, dass das falsch ist, das habe ich immer gewusst. Der Moment, wo dann da rausgekommen ist, das war ein schlimmer Moment. Ich habe mich wirklich mies gefühlt, in jeder Hinsicht. Das war der schlimmste Moment in meinem Leben. Ich habe nie gedacht, dass ich im vollen Bewusstsein, etwas falsch zu machen, mich in so eine Situation hineinbringe. Damit unsere Ehe einfach kaputt machen. Als das rauskam, ich war völlig geschockt, Panik. Nicht gewusst, was jetzt aus meinem Leben wird. Ich wollte die neue Beziehung nicht aufgeben. Dann habe ich meine Sachen gepackt und bin ausgezogen. Und dann habe ich so gelebt, als wenn ich gar nicht geheiratet wäre. Ich habe gemeint, nach 12 Jahren geheiratet sein, können wir einfach davon laufen, alles stehen lassen, ohne aufräumen, einfach liegen lassen. Aber das geht nicht. Es ist ja nicht nur meine Frau und ich, es ist ganz ein Haufen rundherum. Den Wert sehen wir erst, wenn man nicht mehr hat. Ich war total allein auf der Welt und ja, ich habe mich echt gefragt, wann ich auf dieser Welt noch soll. Meine Frau hat immer wieder das Gespräch gesucht mit mir. Sie hat immer wieder signalisiert, dass sie bereit ist, ihren Teil zu machen. Ich habe mich aber auf keine Seite bewegt. Ich habe mich weder wirklich reingegeben, um meinen Teil zu machen, dass die Ehe wieder funktioniert. Aber die Scheidung wollte ich auch nicht. Wollen. Ich habe lange rausgezögert, habe immer wieder Erklärungen gefunden für mich, für meine Frau, für meine Freundin, warum dass ich das nicht machen kann. Nach 5-jährigem Ringen und Kämpfen um die Beziehung bin ich einfach irgendwo an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich kann die Ehe allein nicht leben. Und ja, mir bleibt nichts anderes übrig, als die Scheidung einzureichen. Das war für mich eine wahnsinnige Enttäuschung. Ich war enttäuscht über mich selber, über den Ernst, über Gott, eigentlich über alle. Ich habe mich leer gefühlt, ich habe mich schlecht gefühlt. Ich habe mich als Versägerin gefühlt. Ich war enttäuscht über mich, dass es so weit gekommen ist. Irgendwie auch schuldig, nicht da richtig gemacht habe, was ich eigentlich wollte. Ich habe nicht gewusst, was ich wirklich will. Will ich jetzt die Scheidung oder nicht? Ich habe mich auf die andere Seite auch befreit gefühlt. Ich habe mich als Feigling gefühlt, dass ich nicht schon viel früher einfach mich zu etwas bekannt habe. Befreit von dieser Last, immer müssen zu denken, was macht jetzt mein Mann und ist er ehrlich oder nicht? Alle Papiere waren bereit, alles war unterschrieben. Und dann wollte ich das letzte Mal Zeit gewinnen. 2 Wochen, um mir das nochmal überlegen. Ich bin dann eine Woche lang gefahren in ein Seminar, eigentlich mit ziemlich schlechtem Gefühl. Und dort ist etwas Unwahrscheinliches passiert, etwas Unerwartetes. Ich hatte eine persönliche Begegnung mit Gott. Auf einmal war er einfach da und hat sich mir gezeigt als fürsorglich, wo ich doch gemeint habe, er interessiert sich jetzt nicht mehr für mich. Es war ein Willensentscheid, mich wieder in die Ehe hineinzugehen. Und ich habe gemerkt, Gabi gibt alles. Sie will mir vergeben. Sie will mir wieder trauen. Und auf dieser Basis sind wir einfach wieder zusammengekommen. Für mich war es ein Wunder, dass mein Mann nach so einer langen Zeit jetzt mal die Scheidung nicht wollte. Die ersten Wochen und Monate nach dem Entscheid, wieder zusammenzukommen, waren schwierig für beide. Das Vertrauen war tief verletzt. Ein Jahr, nachdem wir wieder zusammen waren, bin ich das erste Mal auch wieder mitgegangen in den Gottesdienst. Und es war sehr befreiend. Einfach zu merken, ich bin angenommen, auch vor Gott. Dass er mir vergibt. Dass ich vor ihm das auch abblicken kann, was war. Nicht nur vor meiner Ehefrau, sondern auch vor Gott. Ich wusste, dass ich am Ernst vergeben muss. Anders kann das Vertrauen nicht mehr wachsen. Das hat mir eine tiefe Ruhe gegeben und auch eine Überzeugung, dass es gelohnt hat, diesen Weg wieder zu gehen. Ich war sehr dankbar, dass ich selber erfahren durfte, wie Gott
meine Schuld vergeben hat, wenn ich wieder frei werden von dem. Und das hat mir auch Kraft gegeben und die Hoffnung, dass ich das auch schaffe. Am Ernst all das, was mich verletzt hat, zu vergeben. Gott hat nicht in einem Tag eingegriffen und alles gekehrt. Es war ein stetiges Begleiten und das haben wir gemerkt. Gott hat die Ehe geschaffen und wir haben uns vor ihm auch bekannt zu dieser Ehe. Vor vielen Jahren. Jetzt ist es schon 7,5 Jahre, wo wir wieder zusammen sind. Und ich staune eigentlich immer wieder, was Gott in dieser Zeit mit uns zu tun hat und für uns zu tun hat. Wir haben erlebt, dass es lohnt, an der Ehe festzuhalten. Durch alle Tiefs zu tun. Die Ehe ist es wert, um dafür zu kämpfen. Wir sind Rotens. Und das ist unsere Geschichte mit Gott.